Oliver Kahn lässt das Verb für die Mannschaft des FC Bayern fallen. Auch der Bayern-Boss bittet. Ganz kostenlos auf dem Laufenden bleiben. Abonniere den Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Wir werden. Oliver Kahn wird nicht. Bis zum Ende ansehen, um den Grund für die Traurigkeit zu verstehen. Ist es nicht wirklich traurig? Was denkst du? Nach dem 4:2 Erfolg des FC Bayern gegen Viktoria Pilsen gratulierte der Vorstandsvorsitzende dem Team zum Einzug ins Achtelfinale der Champions League, drückte aber gleichzeitig den Finger auf die Wunde. Den Höhepunkt seiner Unzufriedenheit erreichte der 53-Jährige am vergangenen Samstag, als er sich auf der Tribüne extrem darüber ärgerte, dass Borussia Dortmund im Hauptspiel ein spätes Gegentor kassiert hatte. Der BVB hatte sich in der Nachspielzeit einen Punkt gesichert, während die Bayern lange wieder sichere Sieger aussahen. Kahn prangert dieses Problem für die Bayern an. Kahn mahnt die Bayern-Stars seit Wochen, sich mehr auf den Platz zu konzentrieren. Vor allem die Chancenverwertung hat er nach den enttäuschenden Ergebnissen der vergangenen Monate immer wieder kritisiert. Daten, Bundesliga-Ergebnisse und Spielplan. Nach dem Duell mit Dortmund kritisierte Kahn, dass die Bayern den Gegner wieder ins Spiel gebracht hätten. Ein Makel, den er in seinem Tweet nach dem Pilsen-Spiel fast wörtlich anprangerte. 4 Spiele, 4 Siege und Start ins Achtelfinale. Ein Kompliment an die Mannschaft, das war in dieser Gruppe nicht selbstverständlich, schrieb der frühere Weltklasse-Torhüter auf Twitter. Allerdings ergänzte er, nach einer furiosen ersten Halbzeit haben wir den Gegner wieder ins Spiel gebracht. Das müssen wir unbedingt stoppen, hat er nach der Dortmund-Enttäuschung den Lerneffekt verloren? Fest steht, Oliver Kahn wird auch nach seiner aktiven Karriere nicht aufgeben. Wenn Sie alle Neuigkeiten von Bayern erhalten möchten, ist es einfach, kostenlos, abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Benachrichtigungsglocke.